Der 46. Spandauer Weihnachtstraum vor dem Rathaus Spandau hat wie immer viel tolle Erlebnisse und Schmackhaftes zu bieten. Tradition wird hier großgeschrieben vom Betreiber Thilo Harry Wollenschläger. Und wie alle Jahre zuvor verlieh er wieder Urkunden an die schönsten Hütten auf dem Spandauer Weihnachtstraum. Ja, traditionell lädt ja Thilo Wollenschläger immer ein, Stände zu prämieren, die sich hervortun, in welcher Art auch immer. Heute habe ich mir mit ausgesucht, mit einem der traditionsreichsten Stände hier, die wir haben, die uns die Treue halten hier in Spandau. Nachbarort nicht ganz, aber netter Ausflugsort Usedom und umgekehrt. Deswegen möchte ich mich dafür herzlich bedanken, dass Sie uns die Treue halten hier in Spandau und dem Thilo. Und dafür heute gerne den dritten Platz der dritte Platz immer ja, noch. Wir werden nie erleben, dass wir ersten Platz gekriegt haben. Na, mal vielen Dank. Gute, nein, danke mal gucken. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Vielen Dank. Komm, sehr gut. Danke, ja. Danke. Vielen Dank. Mal machen. Und guten Tag. Patrick Sellerie, Leiter der Wirtschaftsförderung. Guten Tag. Ah, guten Tag. Hallo. Wir sind in guter Mission heute unterwegs. Ja. Er möchte nicht mehr Geld, ich sowieso nicht, ich kriege ja nichts. Aber wir haben uns die schönsten Buden hier auf dem Weihnachtstraum, dem Spandauer, ausgeguckt. Und europäische Nachbarn heißen wir immer herzlich willkommen. Außerdem hat meine Frau gesagt, das schmeckt mir hervorragend. Okay. Sie hat das nämlich schon gekostet. Deswegen herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Vielen Dank. Beim Spandauer Weihnachtsbaum mit Ihrer Bude. Herzlichen Glückwunsch. Das Schöne ist nämlich, dass ich heute eine Zusage gekriegt habe vom Rathaus, ach, dass ich hier während des das ganze Jahr über während dem Jahrmarkt stehen darf. Und ich einmal ja, mit dir hier. Na ja. Yes. 19 Sorten Nüsse aus aller Welt. Und mit Ingwer, das ist spannend. Mandelmanufaktur. Habt ihr auch was mit Chili? Ja, Chili-Mandeln davor, ne? Richtig gut finde ich, dass ihr einfach Geld in die Hand genommen habt. Und ich als Wirtschaftsförderer finde es ja immer gut, wenn Unternehmer einfach mal sagen, nehmen Geld in die Hand und machen wir was. Bauen eine neue Bude, machen ein bisschen Licht. Und insbesondere gut finde ich oben den Nussknacker, der sich jetzt hervorragend mit dem Elch unterhalten kann, weil es neu ist, weil es schön ist und weil es gut ist hier an dem Standort. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz der schönsten Bude auf dem Spandauer Weihnachtstraum. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank. Ich hab's zu danken. Genau, wie man sieht, ja. So, jetzt